Liebe Steinerfreunde, willkommen Steinermeister aus dem Herzen der Schweiz, aus dem wunderschönen Städtenzapfen. Und heute präsentiere ich euch von Ximbauer, der Flower Shop. Ja, der ist groß, der wird famos. Eine super Schachtel, die habe ich gekauft bei Bricks Gorillas in Olten. Kauft in Shops, in lokalen Shops, das ist wichtig. Und wie sich das bauen lässt, weil das hat 3331 Steine. Was ich einfach gesehen habe, Alter 6 bis 12. Bin ich zu alt dafür? Ja, mehr werdet ihr erfahren, wenn ich das Schnellspeed-Video mache und euch ein Review gebe über dieses schöne Haus. Ja, zuerst das Intro. Los! Ja, schön seid ihr da geblieben. Jetzt geht es los. Es wird famos und es wird wirklich groß. Es wird groß, groß, groß. Ich kann das riechen. Ich habe den Riecher. Ich habe einen großen, ja. Aber ist so. Ich fand dieses ganze Gebäude wunderbar und da ging ich nach Olten und habe mir gesagt, ich kaufe mir ein Set. Und natürlich, ich finde es super. Er hat leider auf der Verpackung die ganzen Figuren abdecken müssen. Ja, das ist so. Weil in Deutschland das ja nicht sein kann, aber ich fand es super und natürlich mit der Information, man soll sich nicht verschlucken. Ja, was ich nicht verstehe, ist 6 bis 12. Ich verstehe das nicht, warum das dort steht. Das müsste 6 bis 120 stehen, aber nicht 6 bis 12. Ich dürfte das mit meinem Alter gar nicht mehr aufbauen. Finde ich natürlich nicht gut, aber ich baue es trotzdem. Ich bin ja immer noch ein Kind geblieben. Ja, dann darf ich es bauen. Und ihr dürft schauen. Ja, jetzt geht es los. Ich werde das Video zeigen, wie ich das aufgebaut habe. Und das immer natürlich mit Kommentar vom Steinermeister. Es wird wunderbar. Wird es das der neue Star? Ihr werdet es sehen. Los! Ja, jetzt geht's los. Es wird famos, es wird groß. Ich baue ein Häuschen und mache kein Päuschen. Und ich mache die Schachtel auf. Und die ist von Bricks Gorillas. Ja, ich habe es in Olten gekauft und das ist in der Nähe von Zoffingen. Wunderbarer Shop, wunderbar, war sehr freundlich und da habe ich natürlich gesagt, mach noch ein paar Kleber drauf, das sieht man dann besser. Man sieht natürlich auch die Gebäude, die man bauen kann. Dieses Gebäude gefällt mir am besten von allem und es hat zwei Schachteln drinnen und ich mache die erste Schachtel auf, natürlich mit dem Sackmesser und dann mache ich die Tüten, schaue da dran. Alles hat Nummern drauf, eigentlich fast alle Nummern drauf und es gibt auch eine coole Anleitung. Die ist leider ein bisschen verbogen, aber sonst cool, gut gebaut. Man sieht, was man bauen muss und das, was man gebaut hat, ist dann ein bisschen matter gestaltet. Ja, so sollte es sein. Das wird voll Sonnenschein und die Blumen, das Blumenhaus hat. Und ich habe einzig die Platte gewechselt. Ich nehme eine Lego-Platte immer unten dran, weil die anderen Platten ja manchmal schön ist. Dann baue ich mal die Fliesen. Die Fliesen werden aufgebaut und das Ganze sieht doch schon cool aus mit ganz verschiedenen Dingen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum die anderen Fliesen so nicht schön hinterlegt sind, aber es sieht auch cool aus, wenn man es eben nicht harmonisch baut, sondern ein bisschen separat. Und dann baut man schon die ersten. Da ist ein Shop mit Rinnen, da kann man reingehen vom Ganzen, hat schöne Türen und dort gibt es auch gewisse Dinge, die dort aufbewahrt werden. Ja, und dann gibt es nebendran den Blumenladen. Ja, den Blumenladen, da kann man Blumen kaufen und das ist doch wunderbar. Ganz viele Blumen sind dort und dort kann man dann auswählen, was man will. Und es hat eine Kasse und es hat auch außen dran einen schönen Eingang und die Türe, die wird ganz mit Steinen gebaut. Das ist wunderbar, das ist cool. Und dann gibt es auch die Blumen, die dort vorne sind. Das sieht doch cool aus. Und dann haben wir schon fast die erste Etage gebaut, also die unterste. Und sieht schön aus mit vielen Blumen, vielen Dingen. Und vorne wird das auch noch schön gemacht. Und dann vorne, hinten dran, geht die Treppe rauf, damit man hinten dran reinkommt. Und dann bauen wir noch Fliesen darüber, aber auch einen Baum bauen wir auch noch draußen. Ja, das gehört auch dazu, ein Baum. Und dann geht es schon auf die erste Etage. Erste Etage wird gebaut. Dort gibt es ein Wohnzimmer, ja, und auch ein Badezimmer hat es drinnen. Es hat eine Küche, es hat ein Wohnzimmer. Es hat alles, was man braucht und es hat vieles mehr. Natürlich ein rotes Sofa, ich finde es cool. Ein rotes Sofa, ein großer Fernseher und auch natürlich ein Eingang
und dort hat es einen Schrank und dann die Küche. Ja, da verhungert man nicht, da kann man duschen und da kann man Fernsehen schauen. Ja, weil jedes Meer, ja, da gibt es auch sogar noch gewisse Dinge wie die Vorhänge. Ja, das ist super, das sieht doch genial aus. Und dann bauen wir die nächste Etage nach oben und dort hat es auch gewisse Dinge, natürlich ein Bettchen, damit man schlafen kann. Ein rotes Bettchen, ja, wenn die Träume sind und so weiter. Und auch ein Schrank gibt es dort und viele Dinge. Und es gibt auch natürlich Kindersachen oder so, so Dinge, die der Mann auch braucht. Ja. Und vorne ist ganz schön gebaut, dieser ganze Konstrukt. Und es hat auch schöne Fenster. Ja, die Fenster sind wunderbar. Das ist super. Das wird der neue Star. Das wird doch cool. Das sieht doch cool aus. Und kein Problem. Und dann bauen wir die Nebengebäude. Dort hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Dach. Das ist mir runtergefallen. Und ich habe das verstärkt und so optimiert. Und dann gehen wir schon nach oben, die oberste Etage. Leider kann man da nicht nach oben gehen. Aber es ist doch ein Pracht, dieses Häuschen. Es ist da, es ist wunderbar, der neue Star ist da. Ja, das Set ist wirklich groß. Das Gebäude ist eine Wucht. Gab noch einen Teil drin dazu, lassen wir weg. Und die Anleitung, ich habe es euch gezeigt. Die Anleitung einfach zu bauen. Das, was man gebaut hat, ist ausgegraut. Das, was man bauen will oder muss, ist dann hinterlegt. Es gibt auch noch andere Gebäude dazu. Aber mir gefällt wirklich dieses Häuschen am besten von allem. Mir gefällt, das Hotel ist mir zu blau. Das andere wäre schön, das mit dem schwarzen Dach. Aber das Haus nebendran gefällt mir nicht. Und das ganz linke ist für mich ein bisschen grell. Aber ich kann mich da täuschen. Mir hat das einfach gefallen von der Farbkonstanz. Tun wir die Anleitung auch weg. Also, die Farbkonstanz und noch die Steinefreunde Nobsteinwelt natürlich hier rein tun. Ja, wenn ihr Lust habt, macht mit bei uns. Da gibt es immer viel auch zu entdecken. Das einzige Manko, das ich gehabt habe, ist dieses Dach. Das musste ich befestigen. Das habe ich hier, das seht ihr, noch zusätzlich reingetan, weil nur diese eine Platte, die ist nicht super, das hält nicht. Da fällt sie mir wieder auseinander. Finde ich nicht so super. Aber ansonsten hatte ich keine Probleme beim Bauen. Wir wollen jetzt schauen, was hier drinnen sich auch reintut. Ja, das mal auf die Seite. Ist wirklich groß, wirklich groß. Was es auch noch so gibt, ist vielleicht die Pflanzen hier rein zu tun. Ich hoffe, sie fallen da nicht weg. Es gibt bei gewissen Dingen, jetzt bei diesem, ein bisschen die Problematik der Klemmkraft, wo ich da muss sagen, ja, das könnte besser sein. Wenn ich jetzt das aufmache, ich tue die mal auf die Seite, ich hoffe, es fällt da nicht zu viel runter. Wenn ich das zeige. Also, erstens mal der Eingang ist wunderbar. Das ist nicht einfach eine Türe, das ist wirklich gebaute Türe, auch die Säulen und so weiter. Der einzige Kleber ist der Flower Shop hier drauf, anders sind alles Prints. Finde ich wirklich auch sehr schön. Hinten dran auch den Aufgang, wunderbar gemacht. Man geht von hinten nach oben in ja, Privatbereich. Ja. Innen dran, jetzt hoffe ich, es fällt da nicht zu viel um. Ja, es hält. Seht ihr Blumen, die man kaufen kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch Blumen. Ich glaube, dieser andere Teil hier ist eher für ja, gewisse Dinge aufzubewahren und so weiter. Es hat auch ein Schrank und der ist auch einfach gebaut. Ich muss mal schauen, ob ich den rausnehmen kann. Das sind einfach diese normalen und das aufgestellt und so ergibt es eigentlich einen schönen Schrank. Also ich finde diese Idee wirklich super gemacht. Ich finde das wirklich sehr gut gemacht. So könnt ihr Schränke bauen. Ja, das ist doch super. Habe ich nicht gewusst. Der ist sogar hat sogar eine Stufe höher. Das ist nicht aus rausgekommen. Aber ich finde das super.
Auch die Kasse ist doch einfach. Und auf der Seite hat es hier dann leider keine direkte Verknüpfung. Da hat es hier diese Blumen. Das fand ich ein bisschen schade, weil auf dieser Seite gibt es wieder die Löcher, um das Ganze zu verknüpfen. Aber auf dieser Seite natürlich nicht. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Abstand, können das nicht verknüpfen. Also das finde ich nicht so optimal. Das ist das Einzige, das ich jetzt hier gleich ein bisschen bemängle. Ja. So. Das hier, ist schnell gezeigt, ist nichts drin, ist leer. Ja, ist so. Ich habe hier noch eine Fliese reingetan, dass es auch unten dran hält und unten dran eben auch das noch optimiert. Also dieses Teil hier auf der Seite ist aus meiner Sicht nicht ganz so optimal, wie ich mir das vorstelle. Ja, das könnte man besser machen. Muss ich gerade schauen, wie das dann drauf... Ah, das kommt ja oben drauf. Ja, das ist ja egal. Deine Meister, macht's ja wieder. Hintran auch nicht viel los, aber vorne seht ihr, das ist doch schön gebaut. Und auch hier hat es dann, muss ich auf die Seite tun, auch Details. Und dann gibt es hier auch ein Schild und dieses Schild ist ein Print. Das ist super. Und innen dran müsst ihr mal schauen. Alles befließt. Alles befließt und auch schön. Es gibt hier ein Kunstwerk. Das hat er sicher im Boutique Hotel gekauft. Gibt es eine Toilette, ein, ja, was fehlt, ist eine Dusche. Der hat einfach einen Hahn, muss dort duschen. Aber es hat dafür eine schöne Küche. Also ich finde das cool. In Rot gehalten oben dran. Ja. Und eine Treppe, die nach oben geht. Ja, das ist so. Das ist so. Und natürlich, ja, was ich noch cool finde, sind halt auch die Gardinen. Ja, das ist doch cool. Gardinen gibt es sogar. Wow. Und eine Möglichkeit zu essen. Und dort hat es auch Blumen natürlich drauf. Ja, das ist doch gut. Jetzt muss ich das richtig rauf tun. Natürlich auf die richtige Seite. Steinemeister. Heieieiei. Da machen wir das noch auf die andere Seite, weil die Hinterseite ist ja wirklich nicht so cool. Und was ich cool finde, ist dieses Ganze. Das ist so viele Details, so schön gebaut. Anstatt nur weiß das reinzutun. Und das passt sehr gut. Das passt zum Gebäude, auch zu diesem Blau, dieses spezielle Blau. Finde ich super. Und auch hier der Eingang, zuerst sagte ich, ja, diese Fliesen, warum sind die nicht schön angeordnet? Aber es sieht einfach noch cool aus, auch mal etwas anders zu machen. Das Dach selber, das ist fast ein Totschläger. Zeige ich dann. Und obendran haben wir noch ja, das Bett, einen Schrank. Den kann man auch öffnen. Ich muss mal schauen, den öffnen. Ja, wenn man den öffnen will, dann macht man das auseinander. Aber es sieht dann nach einem Schrank aus und so weiter. Und es hat auch ein Pult. Und dort hat es Bücher. Und hinten dran, finde ich noch cool, gibt es zwei Figuren. Ja, da ist jemand, der auch Star Wars Fan ist, glaube ich. Ja, da. Eine schöne Figur. Ja, Star Wars Figur. Es ist nicht der Rächer mit dem Becher, nein, Star Wars Figur. Ja. Und was ich super finde, ist natürlich hier vorne wieder auch diese Details. Das ist super. Was mir gefehlt hat, ist hier oben dran, hat mir etwas gefehlt. Also hier hat mir eine Fliese gefehlt. Eine Fliese hat mir gefehlt. Aber vielleicht habe ich sie auch im Schusserlieger einfach weggetan. Ich weiß es nicht. Aber sie hat mir gefehlt. Und darum fehlt sie hier, aber man sieht es ja nicht. Nein. Dieses Teil hier ist zu. Man kann nicht nach oben gehen. Es ist einfach, hier hat es ein Fenster, aber das ist wie so Art, halt so gemacht. Es wäre cool gewesen, wenn es hier offen gewesen wäre. Dann wäre es hier noch oben und dann wäre da Licht. Aber damit ist es natürlich einfacher zu bauen. Und das kommt hier drauf.
Und das ist wirklich, wenn man das jetzt das Ganze anschaut, jetzt muss ich mal schauen, jetzt habe ich es, glaube ich, da eins zu weit vorne hinterlegt. Ja, genau, so ist es. Es ist groß. Und dann kommt dieses, auch hier auf der Seite ist nichts. Ja, das hier, dieses Rechtlein, das ist das Einzige, was ich bemängle an dieses Set. Also das hier, das, also das ist, ja, jetzt fällt es wieder da rein. Also ehrlich, das, es ist schön, so zu bauen. Es wäre aber besser gewesen, noch Platten auf diese Seite zu machen. Aber es ist einfach, auch wenn ich habe hier hinter dran, ich habe es hier reingetan. Es ist auch mit diesem Konstrukt nicht optimal. Und dann hängt es hier dran. Ja, es ist einfach, das ist wegen der grünen Farbe irgendwie die Platten, die halten einfach nicht so, wie es sein sollte. So, jetzt ist es ruhig. Und es ist zu. Ja, gutem Glück, man kann es drauf tun, aber das wegzunehmen, das ist nicht so genial. Zum Spielen für Kinder vielleicht auch die Höhe ein bisschen schwierig. Und es gibt hier ein paar Dinge, die ich jetzt rausgetan habe, weil es sonst nicht gehalten hätte. Also es ist ein wunderbares Gebäude für die Stadt. Ein wunderbares Gebäude aufzustellen. Ich finde es eins der wunderbarsten Gebäude, die es in der Klemmbausteinwelt gibt. Gemäß meinen Informationen nicht von einem Mocker geklaut, sondern eben von Ximbau. Es gäbe auch Figuren dazu, die würden eine Geschichte erzählen. Das ist das Einzige, was ich halt bei den alternativen Sets ein bisschen bemängle. Was für eine Geschichte erzählt das Gebäude? Ist das hier, kauft man Blumen und obendran hat man dann gewisse Dinge. Es erzählt halt nichts. Das finde ich schade. Aber was ich gut finde, und da muss ich nochmal reingreifen hier, da habe ich auch einen Flyer. Hier, kauft bei Lokalen. Und der Shop hier, der ist in Olten und hat coole Dinge. Ihr könnt es auch online einkaufen. Wenn ihr mal in Olten seid, in der Schweiz wohnt und so weiter, kauft auch Sets bei Shops direkt. Und es gibt ein paar Klemmbaustein-Shops in der Schweiz. Ich werde ein paar auch bereisen und dann das preisen. Weil ich finde es super, wenn man es direkt kaufen kann. Es gibt keinen Lego-Shop, aber es gibt Klemmbaustein-Shops. Und warum? Man muss nicht immer beim Mafia kaufen. Es gibt coole Sets und das ist eins. Und gemäß meiner Information auch nicht vom Mocker geklaut und darum, ich bringe es hier. Ich finde es wunderbar. Gefällt euch auch dieses Set? Dann einen Kommentar reinschreiben. Und ich habe noch etwas vorbereitet. Ja, habe ich ganz vergessen. Der größte Vergleich. Das sind diese zwei Sets und dann seht ihr, wie groß dieses Set ist und darum kostet das auch viel mehr als dieses. Das ist viel größer. Das ist mehr so ein Lego-Modularhaus. Und das ist halt eine Wucht. Wunderbar. Ja, damit ihr es auch noch gesehen habt. Gut, schreibt einen Kommentar ein, abonniert den Kanal, dann seht ihr, wie es weitergeht. Es wird famos, es wird groß und das nächste Mal schauen wir mal, was kommt. Harry Potter. Vielleicht. Tschüss zusammen. Merci.